nicht wert ist, dann bitte. Dann soll er bleiben, wo der Pfeffer wächst. Kevin Reinecke ist ausgerechnet bei dem Kollegen untergekommen, der seiner Frau das Leben zur Hölle macht. Phil Elling hat ihm sofort seine Couch angeboten. Die beiden Männer verstehen sich offenbar gut. Ich hätte echt gedacht, dass du eigentlich so eine Single-Bude hast, weißt du, überall Socken in den Ecken und irgendwelche Bierflaschen unter der Couch. Ja, hatte ich früher mal. Aber meine Ex, die fand es halt irgendwie geil, das alles so zu machen. Und so ausgezogen ist, wusste ich erst nicht, soll ich weitermachen oder nicht. Und dann denke ich, ah, scheiße, die Puppen stehen drauf. Kaum eine neue angestarrt, oh, tolle Wohnung, oh. Naja, lass es natürlich so, mach das weiter. Das glaube ich nicht. Aber muss ich in den Wohnstuhl setzen, dass sie in der Küche stehen? 100 Euro, komm. Ist doch kacke. Ja, sag mal, hast du neue Perle oder für wen sind die Blumen da? Die Blumen? Ja. Naja, die Weiber, wenn die so die Blumen sehen, die frischen, dann sind die immer total auf der Romantikschiene. Die denken immer so, ich bin der totale Liebeskasper. Das finden die total toll. Seitdem denke ich immer, alles klar, lieber 5 Euro investiert und dafür 5 Weiber flachgelegt in einer Woche. Du alter Charmeur, ey. Jäger und Sappler. Ja, das denkst du denn? Aber lass uns mal was anderes sprechen. Sag mal, mit deiner Puppe, das kann doch nicht so weitergehen. Also die, auf Arbeit ist halt Stress wegen der dummen Kuh, denn hier und da, dann fliegst du aus der Wohnung raus. Ja, mich stresst es doch selber, ey. Aber was soll ich denn machen? Ich muss doch irgendwie auch hinter ihr stehen. Und mich nervt es ja auch komplett da irgendwie auf Arbeitsstress. Dann habe ich mit ihr Privatstress. Guck mal, sie hat mich rausgeschmissen, sonst würde ich hier nicht bei dir pennen müssen, so, weißt du? Ja, aber kann doch nicht sein, dass die Frau dich so kastriert. Versteh mal, du bist doch eigentlich ein Bombentyp. Wir arbeiten jetzt schon jahrelang zusammen, alles geil. Jetzt ist die Pusche da und alle haben nur noch Streit und Zank. Das müssen wir doch irgendwie lösen können, das Problem. Mann, ich habe ihr auch schon nahegelegt, ne? Echt, die Firma zu verlassen. Aber die ist einfach zu stur, Mann. Die macht das nicht. Die macht das auf keinen Fall. Was soll ich denn da machen? Ich kann doch nicht zu ihr. Es geht einfach nicht. Vielleicht habe ich da sogar eine Idee. Ich habe gestern ein bisschen mit unserem Chef gequatscht und der ist richtig sauer wegen dieser ganzen Scheiße mit Anwalt und alles, dass sie ihm da so Schnecke gemacht hat. Und meinte, noch ein Fehler, dann ist er raus. Ja, gut, aber die ist echt gut in ihrer Arbeit. Ich glaube nicht, dass die da unbedingt jetzt noch einen großen Fehler macht, du. Vielleicht kann man ja ihr helfen, einen Fehler zu machen. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, dass ich mich jetzt mit Phil gegen Luca verbünde, damit der Chef sie kündigt. Aber lieber sie verliert ihren Job, als dass unsere Ehe daran zerbricht. Das ist unsere letzte Chance. Die junge Kfz-Meisterin Luca Reinecke muss sich seit der ersten Minute in ihrem neuen Job gegen üble sexistische Attacken wehren. Das Mobbing geht vor allem von Phil Elling aus. Ausgerechnet mit dem hat sich ihr Ehemann Kevin zusammengetan. Die beiden verüben einen heimtückischen Sabotageakt, um ihre Meisterin endlich loszuwerden. Mann, Scheiß, halt ein! Luca, stopp mal! Ah, Scheiße! Mann, Scheiße! Oh mein Gott, Chris, ist alles okay? Was ist passiert? Hole noch was von Scheiße. Alter, typisch Schwalbe. Was hat doch eine Frau in der Kfz-Wirtschaft zu tun? Hast du wahrscheinlich erst mit Bremse verwechselt oder was? Ich hab gebremst. Ach, es kommt. Wie eine Wilde, aber es ist nichts passiert. Ich musste die Handbremse ziehen. Ach, ist einfach so doof. Komm, hör auf, Mann. Scheiße. Komm, hier, ruf die Bullen gleich mit. Wahrscheinlich hat sie nur mit Absicht umgefahren. Ich hab niemanden mit Absicht umgefahren. Es war. Komm, halt jetzt die Fresse und lauf ab. Verpiss dich irgendwo anders hin. Aber haltet Maul. Dämliches Weib. Schatz, was passiert? Probier raus, das Ding. Ich hab gebremst wie eine Wilde, aber es ist nicht passiert. Wie, du hast gebremst? Du hast ihn voll umgesendet, Mann. Es ist nicht passiert. Ich musste die Handbremse ziehen, erst dann ist das Auto zum Stehen gekommen. Kacke. Wie, du musstest die Handbremse ziehen? Ja, hab ich gebremst. Wie? Wieso denn nicht? Ich weiß es nicht. Was sagen wir, aufs Zappeln und warten auf den Arzt. Scheiße, was ist denn da passiert? Wir haben doch nur einen verstopften Luftfilter eingebaut, damit der Motor stehen bleibt und Luca hier gefeuert wird. Mit den Bremsen habe ich nichts zu tun. Ob Phil da seine Finger mit im Spiel hat? Bingo, Baby. Jetzt bist du dran. Luca kann nicht fassen, dass sie beinahe einen Kollegen totgefahren hätte. Und sucht ausgerechnet an der Schulter ihres Mannes Kevin Trost. 10 Minuten später treffen Rettungskräfte und Polizei ein. Der verletzte Chris wird sofort ins Krankenhaus gebracht. Noch bevor Luca eine Aussage machen kann, stellt sie ihr Chef Gerd Steinhoff vor vollendete Tatsachen. Wie kam es denn jetzt überhaupt zu diesem Unfall? Sag mal, geht es doch? Du hast ja mehr Glück als Verstand. Herr Steinhoff, wie geht's, Chris? Wie es ihm geht? Bein gebrochen, Schürfwunden, Platzwunden und so weiter. Na, Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert. Was heißt, ist nichts Schlimmeres passiert? Das reicht doch jetzt, oder? Ich kann nichts dafür. Halt dich du mal raus, ja? Ich hab gebremst und es ging nicht.
Ich habe ein paar Mal drauf gedrückt und es hat einfach nicht funktioniert. Wie nicht funktioniert? Ich weiß auch nicht. Ich kann's das Fahrzeug nicht war doch heute zur Inspektion da. Ich kann es mir nicht Wer erklären. Wer hat die Inspektion gemacht? Ich heute früh. Ach, du hast sie gemacht. Alles in Ordnung. Was, das sagst du jetzt? Alles in Ordnung. Du hast bestimmt schlampig gearbeitet und geschaut, dass du den Fehler jetzt vertuschen kannst, ja? Nein. Nein, Mädel, so geht es nicht. Ich sag dir jetzt eins. Du bist fristlos entlassen. Sofort. Was? Schadensersatz möchte ich von dir auch noch für die mindestens 8 Wochen, wo jetzt Chris ausfällt. Das ist ja wohl klar, oder? Moment, lassen Sie mich. Ich hab nichts. Weil du Scheiße gebaut hast, ganz einfach. Also. Sie können mir doch jetzt nicht mein Leben versauen. Und du kannst nicht ungestraft meine Werkstatt kaputt fahren. Und meine Leute, geht schon gar nicht. So, jetzt raus damit. Übrigens, was ich dir noch sagen wollte. Der Chris zeigt dich an wegen Körperverletzung und verlangt Schadensersatz. Damit kannst du jetzt auch noch rechnen. Und jetzt raus. Komm ich zurück, bist du weg. Können Sie ganz kurz einen kleinen Moment warten? Ich muss da jetzt mal hinterher, ja? Okay. Tut mir leid, wir machen einen neuen Termin aus und dann können wir alles weitere machen, ja? Wenn Sie die Tage aufsuchen. Okay, danke. Schatz, warte! Verdammte Scheiße! Jetzt hat Luca richtig Ärger am Hals. Eigentlich wollte ich doch nur, dass sie aus der Werkstatt fliegt. Wenn die mitbekommen, dass ich an dem Auto rumgeschraubt habe, dann denken die doch, dass ich das Auto, die Bremsen manipuliert habe. Und dann wird mich Luca für immer verlassen. Luca Reinecke hat unmittelbar nach der Kündigung ihren Anwalt angerufen. Als Giorgio Fauliano erfahren hat, was Furchtbares geschehen ist, nimmt er sich sofort Zeit für seine Mandantin. Das Schlimmste ist, dass ich mir echt nicht erklären kann, warum die Bremsen versagt haben. Ich habe alles kontrolliert. Ich glaube Ihnen das. Auf der anderen Seite, in der Firma läuft so viel Mobbing gegen Sie. Es wird so viel gegen Sie gearbeitet. Halten Sie es denn für ausgeschlossen, dass da manipuliert worden ist? Dass Sie sabotiert worden sind vielleicht? Wieso sollte jemand sowas machen? Wer sollte sowas machen? Ja, ich denke an Ihren speziellen Freund zum Beispiel, Phil Ehling. Der hat Sie ja sowieso auf den Kieker und versucht, Sie die ganze Zeit aus der Firma rauszukriegen. Und ich habe recherchiert, naja, der hat schon eine Vorstrafe wegen Körperverletzung, also passen würde das. Echt? Ich meine, Phil ist zwar ein großes Arschloch, aber ich denke nicht, dass, also ich meine, ein Leben aufs Spiel setzen? Ja, ich weiß es natürlich nicht. Aber wenn es so war oder wenn er damit irgendwas zu tun hat, dann werden wir es rausfinden. Mein Plan ist jetzt, dass wir eine Strafanzeige erstatten und parallel bei der Staatsanwaltschaft anregen, dass der Wagen erstmal sichergestellt wird und begutachtet wird, auf Herz und Nieren geprüft wird. Und wenn da irgendwie manipuliert worden ist, dann werden die das mit dem Gutachten auf jeden Fall rausfinden. Ich bin mir sicher, dass meine Mandantin nichts damit zu tun hat, dass die Bremsen an dem Unfallwagen versagt haben. Deswegen wird sie dafür auch nicht belangt werden können. Das Gutachten wird ihre Unschuld beweisen. Und vielleicht führt uns das Gutachten sogar zu Fingerabdrücken, die uns wiederum zu der Person führen, die ihr diese Tat in die Schuhe schieben möchte. Luca hat das Gefühl, dass ihr Anwalt der einzige Mensch ist, der noch zu ihr hält. Ihren Mann hat sie gestern aus der Wohnung geworfen, weil er sich nicht konsequent auf ihre Seite stellt. Bei welchem Freund Kevin übernachtet hat, ahnt Luca jedoch nicht. Darf ich wieder nach Hause kommen? Na klar kannst du nach Hause kommen. Das ist ja auch nicht das eigentliche Problem. Super. Freue ich mich. Und sag mal, wo hast du geschlafen letzte Nacht? Ja, das... Ich habe bei Phil geschlafen. Bei wem? Bei Phil. Bei dem Arsch? Ausgerechnet bei Phil? Selbst mein Anwalt hat mir erzählt, dass er vorbestraft ist. Wegen Körperverletzung. Ja? Und er glaubt auch, dass Phil die Bremsleitung manipuliert hat. Dein Anwalt? Was soll denn der Scheiß? Kannst du es einfach nicht mal ruhen lassen? Sag mal, ist dir eigentlich bewusst, was hier gerade abläuft? Chris und der Chef wollen mich beide vor Gericht zerren. Und der Einzige, der nicht zu mir hält, das bist du. Diese ganze Scheiße wäre überhaupt nicht passiert. Hättest du von Anfang an auf mich gehört. Von Anfang an, ich hab dir gesagt, du wirst dich da auf jeden Fall nicht durchsetzen können. Sag mal, geht's noch? Ich bin angezeigt, weißt du, was es für Konsequenzen hat? Wir haben Kinder, ich bin deine Ehefrau und du machst dir darum keine Gedanken, dass ich vielleicht nicht schuld sein könnte? Es geht immer nur darum, wie du dich fühlst in der Firma? Schatz, jetzt mach einfach mal kein Drama daraus, okay? Nee, weißt du was? Entweder du schläfst heute auf der Couch oder du gehst zu deinem besten Busenkumpel Phil. Ich hab die Schnauze voll. Ich komme mir von Kevin so verraten vor. Er lässt mich hängen, macht mit Phil einen auf dicke Kumpels und sagt dann noch, dass ich schuld an einem wäre? Mir reicht's. Und ganz ehrlich, ob die Ehe so noch einen Sinn hat. Roll on, down to midnight, then roll on down, down till it's light. Während Luca sich zutiefst um ihre Ehe sorgt, kümmert sich ihr Anwalt um das versprochene Gutachten.
Giorgio Fauliano hat den Kfz-Sachverständigen Karl Bläser beauftragt, den Unfallwagen zu untersuchen. Eine Woche später liegt das eindeutige Ergebnis vor, das der Gutachter dem Anwalt und dem zuständigen Staatsanwalt Gerd Schmitz erläutert. Also der Wagen hat eine frische Inspektion hinter sich. Neue Bremsbeläge, Zündkerzen, Ölwechsel. Das war meine Mandantin, die hat die gesamte Inspektion durchgeführt an dem Fahrzeug. Ah ja, ah ja. Ne? Nur der Luftfilter, der war extrem verstopft. Also das fand ich ein bisschen seltsam. Kann der Luftfilter denn mit dem Unfall was zu tun haben? Nein, da würde es zum Motorschaden kommen. Ja. Ne? Aber allerdings, und da kommen wir zu dem, was Sie interessieren würde. Der Bremsschlauch, der war durch. Aber kann das denn ein normaler Arbeitsfehler sein, der passiert? Ausschließen kann man das nicht. Ne? Aber der Bremsschlauch, der wurde eindeutig durchgeschnitten. Kommen Sie mal mit. Mhm. Ich habe den nämlich hier direkt auch gleich in eine Tüte reingemacht. Also wenn Sie mich fragen, kein Azubi würde sowas machen. Rausnehmen können wir dich nicht wegen dem Fingerabdrücken. Ja, ich dachte mir, ich tue ihn in der Tüte rein. Okay. Ich habe da auch mit Handschuhen. Okay, sehr gut. Könnte ja ein Beweismittel sein. Ne? Und wenn mal, ich, das ist auch ein glatter Schnitt hier. Ne? Naja, das ist ein glatter Schnitt. Also der ist auf jeden Fall durchgeschnitten. Und wenn ich mir die sonstige, wirklich tadellose Arbeit an dem Wagen ansehe, also abgesehen von dem Luftfilter, kann ich mir nicht vorstellen, dass hier ein solcher Fehler unterlaufen ist. Ist an dem Wagen manipuliert worden, meinen Sie? Ja, das würde ich so unterschreiben. Mhm. Okay, allerdings weiß ich von meiner Mandantin, bei der Inspektion hat sie den Wagen keine Sekunde aus den Augen gelassen. Hm. Nur höchstens in der Mittagspause, da war sie natürlich was essen. Ah, ja. Theoretisch war da der Wagen unbeobachtet. Hm. Ja, für fachkundiges Personal ist das mehr als genügend Zeit, um so einen Bremsschlauch zu manipulieren. Ja, ja, also wenn ich jetzt überlege, in der Mittagspause und fachkundiges Personal, dann müssten wir doch den Täterkreis eigentlich eingrenzen können. Mir fällt da was ein, ich habe ja die Akte mit den polizeilichen Aussagen dabei. Bei der Durchsicht macht Giorgio Fauliano eine erstaunliche Entdeckung. Und, fündig geworden? Allerdings, ja? Allerdings. Mir fällt da was ein, ich muss mal ganz kurz los. Das muss ich klären. Lassen Sie uns telefonieren, bitte. Kollege, vielen Dank. Vielen Dank erstmal schon mal für die ganzen Informationen. Ja, ja. Und ich würde sagen, ich melde mich noch mal bei Ihnen, ja? Sehr fein. Danke. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kommen eigentlich nur zwei Täter in Frage. Einerseits Phil Elling, andererseits Kevin Reinecke. Bei Phil Elling erwarte ich das. Er ist vorbestraft wegen Körperverletzung und er hat meine Mandantin ja auch schon malträtiert mit den ganzen Mobbing-Attacken. Aber Kevin Reinecke, der eigene Ehemann meiner Mandantin, warum der an den Bremsschläuchen irgendwas gemacht haben sollte, ist mir wirklich ein Rätsel. Giorgio Fauliano will der Frage, warum und inwiefern ausgerechnet Lukas Ehemann in den Sabotageakt verwickelt ist, sofort auf den Grund gehen. Der Anwalt fährt zu Steinhoffs Werkstatt, um Kevin Reinecke und Phil Elling mit den Indizien zu konfrontieren. Sie haben doch die Bremsschläuche durchtrennt. Sie versuchen doch hier die ganze Zeit, irgendwie meine Mandantin loszuwerden. Das wild gewordene Boxennudel plötzlich aus dem Betrieb zu kicken, oder nicht? War einfach nur schlampige Arbeit. Die Frau hat ja einfach nichts zu suchen. Ach so. Na, das wird sich ja zeigen. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Wagen gerade, habe ich ja gesagt. Und wenn die da plötzlich ihre Fingerabdrücke auf den Bremsschläuchen finden, die da eigentlich ja gar nicht zu suchen hätten, haben Sie ein Problem, nicht wir. Soll ich mich jetzt einschüchtern lassen von so einem schwanzlosen Bürohengst oder was? Da wird Quatsch den anderen voll, ich muss arbeiten. Und ganz ehrlich, über Ihr Fall bin ich ganz besonders entsetzt. Ihre eigene Ehefrau hintergehen Sie, um mit ihm gemeinsame Sache zu machen und Ihre Frau zu boykottieren? Wie wird Ihre Frau fühlen, wenn ich ihr das erzählen werde? Ich? Ich habe mit den Bremsschläuchen überhaupt nichts zu tun. Ich habe die nie angefasst. Bitte sagen Sie meiner Frau nichts davon. Die macht mir echt die Hölle auf Erden zu Hause. Ja, zu Recht macht ihn die Hölle auf Erden. Ich glaube Ihnen kein Wort. Die stecken doch mit dem hier unter einer Decke. Nein. Und ich als Anwalt bin verpflichtet, meiner Mandantin zu erzählen, was Ihr Ehemann hier treibt anscheinend mit Ihren Kollegen. Ja, stimmt nicht. Ich glaube das einfach nicht, wirklich nicht. Und Freundchen, Ihre Mobbing-Attacken waren ja alle schlimm genug. Aber diesmal sind Sie zu weit gegangen. Es hätten Menschen sterben können wegen Ihren komischen Aktionen. Und warum? Weil Sie meine Mandantin hassen? Was hat die Ihnen denn jemals getan? Solche Manzen haben einfach nichts zu suchen in einer Werkstatt. Wenn sie was lackieren will, dann soll sie sich die Fingernägel lackieren lassen. Aber nicht hier so tun, als ob sie ein besserer Mann wäre. Sie haben echt irgendwie ein ernstes Problem mit Frauen, oder? Ich habe Probleme. Passen Sie ganz genau auf. Wenn Sie sich jetzt nicht sofort verpissen, haben Sie das größte Problem hier. Also abpfeifen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich freue mich übrigens auf unser Wiedersehen vor Gericht. Was denkt denn eigentlich, wer ist dieser Lackaffe? Denkt er, wer was
Besseres? Dieser Lutscher, diese Pappnase, denkt doch nicht wirklich, dass er die eine Hose hätte, um es mit mir aufzunehmen, einen richtigen Mann. Sooner or later that spark just disappears. I don't know. Zur selben Zeit sitzt Luca Reinecke zu Hause wie auf glühenden Kohlen. Die gefeuerte Kfz-Meisterin will endlich von ihrem Anwalt erfahren, was die Gutachteranalyse ergeben hat. Dass ihr eigener Mann auch in die heimtückische Manipulation verwickelt ist, darauf ist die 26-Jährige nicht gefasst. Es geht um den Wagen in der Werkstatt. Was ist mit dem Wagen? Ich war das nicht, zwar. Du musst mir jetzt erst mal zuhören, ja? Ich war das mit den Bremsschleusen auf keinen Fall. Ich habe zwar den Luftfilter manipuliert, aber... Ich verstehe jetzt gerade gar nichts. Wie, du, was? Auto, Luft, hä? Was willst du mir sagen? Ich habe den Wagen manipuliert. Und dass du nur aus der Firma rausfliegst. Was? Weil ich nur Stress habe andauernd. Was hast du? Sag mal, spinnst du? Tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ey, ich fass es nicht. Mit den Bremsen habe ich nichts zu tun. Du musst es mir glauben so. Ich glaub dir gar nichts mehr. Spinnst du? Menschenleben hast du aufs Spiel gesetzt dadurch. Erst willst du, dass ich kündige und dann? Dann setzt du dich mit den anderen zusammen auf Best Friends und dann? Du musst mir glauben, dass ich mit den Bremsen... Ich glaub dir gar nichts mehr. Ich hab die Schnauze voll. Ich werde hier beschuldigt wegen so einer Sache. Verpiss dich. Bitte. Verpiss dich! Hau ab! Giorgio Forliano kann gut verstehen, dass seine Mandantin ihren Mann endgültig rausgeworfen hat. Am nächsten Tag ist der Anwalt gerade dabei, sich um die Verfahrenseinstellung gegen Luca zu kümmern, als überraschend Kevin Reinecke bei ihm in der Kanzlei auftaucht und ihn auf eine neue Spur bringt. Ich kann wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man denn zu so einem Mittel greift. Ich schäme mich auch dafür und mir tut es auch echt alles leid. Bloß Sie müssen mir glauben, ich war das mit den Bremsschläuchen nicht. Wirklich nicht. Das muss Phil gewesen sein, ich war das nicht. Aber warum Herr Elling? Was hat er gegen Ihre Frau? Was hat Ihre Frau ihm denn getan? Der hat immer was gegen Frauen. Ich weiß auch nicht, warum. Aber gerade auch gegen Luca. Ja? Ich kann es nicht verstehen. Für den sind Frauen einfach nur Bückstücke. Apropos was gegen Frauen. Ist Ihnen irgendwas bekannt? Eine Körperverletzung, die Phil vor ungefähr 3 Jahren begangen haben soll. Wissen Sie irgendwas Genaueres darüber? Luca hat was erwähnt. Aber warum? Na, ich habe auch schon ein bisschen recherchiert und... Anscheinend war es so, dass vor 3 Jahren hat er auch auf der alten Arbeit ein Problem gehabt mit irgendeiner Frau, die dort gearbeitet hat. Da soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, irgendeine Körperverletzung. Ganz genaues weiß ich jetzt auch nicht. Ich dachte, vielleicht können Sie mir irgendwas darüber sagen. Nee, davon weiß ich nichts. Aber ich weiß, in welchem Autohaus er früher gearbeitet hat. Okay. Und wenn wir Glück haben, arbeitet die Frau vielleicht auch noch da. Vielleicht sollten wir mal hinfahren und... Sie fragen, ob sie uns was dazu sagen kann. Jetzt muss ich nur rausfinden und werde rausfinden, woher die ganzen Aggressionen des Herrn Elling gegenüber meiner Mandantin stammen. Anwalt Forliano hat recherchiert, dass Phil Ellings früheres Opfer Silke Hombacher tatsächlich noch in demselben Autohaus arbeitet. Er und Kevin Reinecke verabreden sich mit der Büroangestellten. Sie hoffen, durch das Gespräch herauszufinden, warum Phil Elling Frauen gegenüber so aggressiv reagiert. Es war vor ca. 3 Jahren, auf der Weihnachtsfeier. Wir haben uns wirklich gut verstanden und ich mochte ihn und ich dachte eigentlich, er mag mich. Ich hatte ihn dann angeflirtet, aber ich bin da wie gegen so eine Wand geprallt. Und ich kann das eigentlich nicht verstehen, denn normalerweise habe ich keine Probleme mit Männern. Naja, und dann ist mir halt rausgerutscht, so kannst du nur schwul sein, ja, wenn du nicht auf mich anspringst. Und daraufhin ist er so ausgerastet. Er hat mir eine mitgegeben, dass ich einen Nasenbeinbruch erlitten habe, ja. Die Reaktion nur, weil Sie gesagt haben, er ist schwul? Oder ist da irgendwas anderes passiert? Nein, ich sage Ihnen, es war nur die eine Aussage, weswegen er so ausgerastet ist wie so ein Irrer. Und deswegen habe ich ihn auch angezeigt. Ich konnte nicht anders. Er wurde verurteilt, ich habe mein Schmerzensgeld zugesprochen bekommen. Er ist hier rausgeflogen. Ja, zu Recht. Aber... Hat der ein Problem auch mit Schwulen? Das kann doch eigentlich überhaupt nicht sein. Also, okay, also... Habe ich Ihnen weitergeholfen, weil ich müsste jetzt wirklich weiterarbeiten. Ja, vielen Dank. Sie haben uns sehr weitergeholfen. Wirklich, herzlichen Dank, ja. Okay. Danke. Ich muss ehrlich gesagt, also jetzt hat er nicht nur ein Problem mit Frauen, jetzt hat er auch ein Problem mit Schwulen. Ich verstehe die ganze Show jetzt überhaupt nicht. War völlig übertrieben, wie er reagiert hat. Jetzt fällt mir was ein. Ich war ja schon mal bei Phil zu Hause, ne? Mhm. Und da sah es echt...
super stylisch aus. Wie bei einer Frau irgendwie so. Und sie kennen ja Phil, also ich meine, ja, voll der Draufgänger, ne? Und dann war ich bei ihm duschen auch. Ja. Das war krass, da kam er irgendwie mit so einem komischen Vorwand rein und hat mich so ein bisschen komisch angeguckt auch. Ich sag's Ihnen, ey. Phil ist schwul. Der ist schwul, hundertprozentig. Giorgio Faulianos Mandantin Luca wird als einzige Frau in einer Kfz-Werkstatt böse schikaniert. Dahinter steckt ihr Kollege Phil Elling, der bereits in einem anderen Autohaus eine Frau gemobbt und ihr sogar die Nase gebrochen hat. Der Anwalt und Lukas Mann Kevin haben den Verdacht, Phil Elling will mit seinem aggressiven Verhalten gegenüber Frauen seine Homosexualität verbergen. Hallo Elling. Was macht ihr bei den Vögeln hier? Ey, bloß weil du schwul bist, muss Luca drunter leiden. Bloß weil du schwul bist, muss Luca drunter leiden. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie. Vollidiot. Wer war das gerade, Ihr Lebensgefährte? Was Sie für einen Scheißdreck an, das ist mein Privatleben. Steh doch zu dem, was du bist, was du schwul bist. Wenn du auf Werkstatt irgendwas erzählst davon, richtig kalt. Ich bin mir sicher, dass ich davon erzählen werde. Ganz sicher. Aber Sie abziehen ist ja wohl die unterste Schublade. Sie mobben andere Menschen, um selber nicht gemobbt zu werden? Oder was soll das hier? Wieso stehen Sie nicht dazu, was Sie sind? Das ist doch kein Problem. Fresse halten. Lass Fresse halten. Natürlich geht uns das was an. Seine Frau war in Gefahr. Menschenleben waren in Gefahr wegen ihrer Aktion. Nur damit sie nicht erwischt werden? Ey, wir haben gesagt, wir machen das mit dem Luftfilter. Und du hast die Bremsschleuse durchgeschnitten, du Idiot! Ich hab gar nichts gemacht, Mann. Weißt du, was für mich los ist? Wenn die auf der Werkstatt erfahren, dass ich anders bin, ist für mich die Hölle auf Erden, Mann. Aber dann können Sie doch nicht aus Ihrem eigenen Interesse andere Leute in Gefahr bringen. Denken Sie doch mal nach, was Sie gemacht haben. Das Ach, ist komm, doch kein Spiel. Halt das Maul, ihr beiden. Wie können Sie noch in den Spiegel gucken? Sie sollen mal drüber nachdenken, was Sie gemacht haben. Verpiss dich, Das wird Konsequenzen haben, das schwöre ich dir. Ja. Ob Phil nun schwul oder hetero ist, das ist mir völlig egal. Aber dass Luca darunter so leiden musste und ich nicht zu ihr gehalten habe, ich muss mich unbedingt bei ihr entschuldigen. Als Entschuldigung hat sich Kevin etwas ganz Besonderes für seine autovernarrte Frau überlegt. Aber das Allerwichtigste wird Luca durch ihren Anwalt ermöglicht. Giorgio Faulianos hat nämlich mit ihrem Ex-Chef gesprochen. Zwei Tage später bestellt Gerd Steinhoff seine gefeuerte Kfz-Meisterin in die Werkstatt. Luca, ich muss mich bei dir in aller Form entschuldigen. Ich weiß jetzt, dass das Phil war. Der hat mir alles gestanden und hat auch gleich gekündigt. Okay. Ich möchte dich jetzt fragen, möchtest du deinen Job als Meisterin wieder bei mir aufnehmen? Und das ist jetzt kein Scherz? Das ist kein Scherz. Das meine ich ernst. Ja, super. Komm wieder zurück. Total gerne. Ja, okay. Klasse. Nach allem, was Frau Reinicke durchgemacht hat, wollte ich sie mal mit etwas Positivem überraschen. Und weil die Eheleute Reinicke ja nun auch unter der Trennung ziemlich gelitten haben, habe ich da auch noch so ein bisschen nachgeholfen. Was ist das? Hey, Schatz. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Okay. Ich habe in den letzten Tagen, Wochen so viel Scheiße gebaut. Ich hoffe, du verzeihst mir. Na klar, nehme ich dich zurück. Super. Hallo? Ich liebe dich, mein Schatz. Ich dich auch. Ich freue mich so. Aber jetzt sag mal, was ist das? Was willst du mit dem Auto? Später. Auf dem Weg zu unserer Segeltour, wenn du Lust hast. Nein. Doch. Wir fahren segeln? Auf jeden Fall. Das war mein Plan. Oh mein Gott. Jump in my car. Überglücklich hat Luca Kevins Entschuldigung angenommen. Und sogar ihren Traumjob hat die 26-jährige Kfz-Meisterin wieder zurück. Mobbing und fiese Übergriffe gegen Frauen wird es in diesem Betrieb nicht mehr geben. Phil Elling wurde gefeuert und muss wegen gefährlicher Körperverletzung für ein Jahr ins Gefängnis.